Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Glory mit und von Salono 7 Games. Wie ihr sehen könnt, Belohnungen sind da und das sind ganz besondere Belohnungen. Denn wir haben Elite 2 erreicht, die allerersten Elite 2 überhaupt in meinem Leben. Belohnungen werden wir jetzt öffnen. Ich hoffe, es gibt gute Sachen. Das Team of the Week sieht vielversprechend aus. Und ja, mal schauen, was wir am Ende ziehen. Das Ganze findet im Rahmen meines Streams statt, also daher ein bisschen so, ne? Komisch, ihr wisst ja schon. Und der Mario ist auch dabei. Hallo Mario. Hola. Hola, Chica. Dann starten wir mit Division Rivals. Können wir jetzt schon mal anfangen. 36.000 Münzen oder Packs. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Wir nehmen die Packs. Die öffnen wir auch direkt. Und danach machen wir die Weekend League Rewards auf. Ach, seltenes Goldpack oder seltenes Spielerpack zuerst? Seltene Goldpack. Ja, hast du vollkommen recht. Dann öffnen wir seltenes Goldpack. Komm. Kein Walkout. Ach komm, Wende bitte. Ey, nein, diese Packs laufen bei mir nicht. Diese Packs laufen einfach nicht bei mir. Seltenes Spielerpack. Was sagst du, Mario? Wende, Walkout, ja, was wird Wende sein? Sind auf jeden Fall drin. Wende sind auf jeden Fall drin. Ach komm, Junge, komm! Push dich, Junge, komm! Ach, Glück gehabt, Wände sind doch da. Ich dachte erst. Alexandro und Marcelo sind beides Walkouts, ne? Ich hatte jetzt kurz ein bisschen die Hoffnung, aber dachte mir in demselben Moment, sind das überhaupt Walkouts? Ja, ich glaube schon. Aber Alex Telles? Was? Was? 9K? Ja, der ist. Guck dir die Alter. Karten, die sind doch relativ stabil für den Linksverteidiger. Ja, aber trotzdem, Lacazette kostet 5k. Hätte ich jetzt nicht. Also ich wusste, dass der was wert. Also ich dachte, so 3, 4k wird der wert sein. Aber nicht 9k. Ja gut, trotzdem weniger Münzen gemacht als die 36.000. Ja. Das muss man am Ende auch sagen, ja. Aber egal. So, Freunde, wir kommen jetzt zu den Weekend League Belohnungen. Jetzt kommt's, komm, zeig! Elite 2, liebe Freunde, 25 Siege. 5 Niederlagen sind es am Ende geworden. Unglaublich, ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich das geschafft habe. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber richtig nice, 100.000 Münzen. Leider nur ein Premium Team of the Week Pack und ein Jumbo seltener Spieler Pack. Ich verstehe nicht, wieso. Die hätten da locker 200k Packs raushauen können. Keine Ahnung, aber egal. So, Spielerwahl, 3 Stück. Also ich hätte schon gern mindestens einen Spieler, der 86 oder höher ist. Mathe, Mitte, links, rechts, letzte Mal hat es geklappt. Mitte. Nee, oh ja doch, Mitte. Zu spät. Yes! Yes! Van Dijk! Alter, der hat wieder Lack. Und Wijnaldum drinne. Ja, übertreib, Alter. Ich hab hier Batshuayi und Forest. Ich glaube, ich nehme Batshuayi. Ja. Also ich höre nicht mehr auf dich, ich nehme jetzt selber. So, komm. Kolarov, Mann. Orban, Mann. Komm, Elite 2, Alter, da muss doch was Vernünftiges bei sein. Falls ein Mahrez, bitte Mahrez, komm, Junge. Ah, fuck. Gibt's doch nicht. Belasten, Freunde, das ist schon mal belasten. Let's go. Aber Wende bei den Packs mal. Wow. Ja, Walkout, hey. Komm. Stark. Jetzt was Krasses, bitte. David Silva. Letzte Woche, dass du kommen könnt. 89er. Aber vielleicht ist noch was dahinter. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, jetzt im 8., 9., vielleicht sogar 10. 100k-Pack, was ich gezogen habe. Tobi, danke für Hashtag Packluck, hat auf jeden Fall geholfen. Hättest du das mal vorher gemacht. Ja. Kappa. Allererste Walkout. In 10 Packs und 1000k Packs. Also mal eben nach 200 € endlich mal ein Walkout. Mal gucken, ob was dahinter ist. Komm, bitte. Mal irgendwas Gutes. Gönn ihr 84er Lacazette.
Ah, der war mal was wert. Der war mal was wert. Der war mal was wert, ja. Dembele ist auch dabei. Ja, der war auch früher mal was wert. So, Tobi, hau mal raus. Hashtag Packlack, damit wir Packlack haben hier. Wow. Jawohl, Packlack ist da, Freunde. Und komm, jetzt Walkout. Komm, EA. Gönn. Ja, Walkout. Stark, komm, jetzt was Geiles. 500k auf meinen Nacken, komm. Brasilien, Torwart Alisson. Nein. No. Und der erste Gedanke, als Walkout-Symbol kam, dachte ich mir, hoffentlich nicht Alisson, Alter. Ah, egal. Walkout in den Dreier-Inform-Pack ist stark. Vielleicht ist er noch so 30, 40k. Alter, was hat er vor Augen auf dem Bild, Alter? Der hat mit Sicherheit vorher ein Tütchen geraucht. Alter, Junge. Geil, danke Tobi für deinen Hashtag Packlack. Leider kein Ferdinand gewesen, wie bei dir. Aber Alisson 86er. Ja, auch schon mal ganz okay. Komm, noch was dahinter hier. 84er, irgendwas Geiles. Nein, schade. Orban und Seferovic. Formerly Eintracht Frankfurt. Ah. Oh. Quadrado. Ist der noch was wert? 40k, Alisson. Ja, immerhin 40k, Freunde. Hier, die sind auch noch beide 10k wert. 15k sogar. Wird auch seine 10k wert sein, vielleicht auch 15k. Das heißt 30k, 70k plus David Silva 110k, 210k am dem Wochenende gemacht, ist okay. Wenn man bedenkt mit Maris oder wer ist denn der andere da gewesen, der auch noch 200k, Sané, wäre es mit einem Spieler so viel gewesen, aber egal, ist okay. Walkout ist dabei. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, vielleicht haben wir im nächsten Video noch ein bisschen mehr Packlack. Aber das war auch schon sehr geil. Von daher, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.